Die Xbox One von Microsoft soll nicht nur eine Spielkonsole sein, sondern für jedes unterhaltende Medium verwendbar sein. Damit wäre alles in einem Gerät. Fernseher, Spielkonsole, Internet, Musik und weiteres. Während du dir einen Film anschaust, kannst du per Skype mit einem Freund verbunden sein und dich darüber unterhalten. Kommt Werbung, lässt sich das Fenster einfach zu einem Game für die Zwischenzeit verschieben. Es ist möglich, schnell zwischen den zwei Fenstern hin und her zu schalten. Das ist neu und Zugriff hast du darauf über einen personalisierten Startbildschirm. Dort kannst du schnell zu deinen Lieblingsserien und Filmen kommen. Die Xbox One ist für uns eine wunderbare Antwort für Gamer. Wir haben ja ganz viele neue Top-Titel auch tatsächlich gebracht, aber die Xbox One kann darüber hinaus auch alles im Bereich Entertainment. Der beste Zugang zu Content aus dem Bereich Musik, aus dem Bereich Film und natürlich eine integrierte Social-Media-Lösung, also die perfekte Lösung für jedes TV-Gerät. Wie schon bei der Xbox 360 kannst du alles via Kinect steuern. Das bedeutet, dass du deine Bewegungen zur Gestensteuerung einsetzen kannst. Für die Xbox One wurde die Auflösung verbessert. Wenn du es nicht magst, lässt es sich dauerhaft oder zeitweise von dem Nutzer ausschalten. Die Reaktionen zur Xbox One vorab waren kritisch. Microsoft wollte, dass die Konsole nur mit einer Internetverbindung nutzbar ist. Sie sollte für gebraucht gekaufte Spiele gesperrt sein und die Nutzer hatten Angst vor dem Umgang mit Datenschutz und Überwachung. Wegen der heftigen Widersprüche entschied sich der Hersteller aber in allen Punkten um. Microsoft hat ein absolutes PR-Desaster erlebt. Sowas habe ich in den letzten 10 Jahren noch nie gesehen. Jetzt sind sie langsam wieder am Zurückrudern, stellen hier auch eigentlich sehr, sehr schöne Spiele vor und sind dann wieder auf dem richtigen Weg. Das war einfach nur der erste Eindruck, ein absolutes PR-Desaster, wo sie jetzt eben halt versuchen müssen, die Wogen wieder zu glätten. In Europa kostet die Konsole 499 Euro. Das ist ein stolzer Preis, den viele Gamer abschrecken wird. Andere Konsolen sind da mit Abstand günstiger.